Also es gab Positives und auch Negatives. Ich glaube, das Positive war, dass wir über 85 Minuten wirklich einen guten Match gespielt haben. Wir waren hinten solide und ja, vorne in der Offensive haben wir befreit aufgespielt, was man in den letzten Spielen fast gar nicht gesehen hat. Und ich denke, das ist wirklich ein Schritt nach vorne, so wie wir gestern gespielt haben. Das Negative war das Resultat. Ja, dass man jetzt kurz vor Schluss zwei Gegentore bekommt, sollte eigentlich nicht so sein, aber so ist es halt im Fußball. Man kann oder man verliert ab und zu solche Spiele und dann muss man damit leben können. Aber im Großen und Ganzen kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Es war wirklich ein super Spiel von uns. Hat uns gut für auf das Spiel vorbereitet und ich glaube, das hat man gestern auch gesehen, dass Mainz gar nicht so viele Chancen hatte. Und ja, wir sind wirklich auf jedes Detail eingegangen und ich glaube, das hat man gestern auch gesehen. Hat uns auf jeden Fall auch gut motiviert. Hatte eine gute Rede am Montag, als er die Mannschaft übernommen hat, mit seiner emotionalen Ansprache, genau, und einfach so sein Auftreten und alles. Also ich finde das sehr, sehr gut, ist sehr positiv und das, ja, wie gesagt, das motiviert einfach die Spieler, so wie er auftritt und es ist gut, das brauchen wir auch jetzt in dem Moment, in dieser Situation, dass uns da jemand pusht und er hat das gut gemacht. Neustart würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin jetzt, das ist jetzt mein drittes Jahr bei Werder. Ich war letztes Jahr ausgeliehen und jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Vision und mit dem muss man als Fußballer leben können. Ich hatte mit Viktor Skripnik nie ein Problem. Auf persönlicher Ebene oder sportliche ist jetzt auch egal. Also wir hatten immer eine gute Beziehung und ich kann da wirklich gar nichts negativ sagen. Er hat sein Ding durchgezogen. Wir haben da voll mitgemacht und ich bin überzeugt, dass er auch in Zukunft seinen Job machen wird und ich wünsche ihm auf diesem Weg alles Gute. Und jetzt ist ein neuer Trainer gekommen. Jeder wünscht ihm natürlich auch alles Gute und ja. Wir hoffen, dass wir alle da aus dieser Situation rauskommen. Mut macht mir, dass wir einfach gestern sehr gut gespielt haben. Wir wissen, was wir können. Obwohl wir auch viele verletzte Spieler haben, wissen wir, dass da Qualität vorhanden ist. Und wie gesagt, wenn wir da aufbauen, wo wir jetzt gestern aufgehört haben, bis zur 85., wenn wir da so weiterspielen, dann denke ich, werden wir auch die ersten Punkte einfahren gegen Wolfsburg. Ist eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität, aber ich glaube, wir werden unsere Fans hinter unserem Rücken haben und die werden uns voll pushen, wie gestern auch, und das wird da für uns auf jeden Fall ein Vorteil.